Jo, hi zurück zu Stellar Blade. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Alpha, dies, das. Ich weiß gar nicht, wie die wirklich heißen. Mal kurz gucken. Sind wir hier rüber gelaufen, haben da mal kurz zwischengespeichert. Jetzt geht's hier weiter, ne? So die Idee. Wobei man könnte nochmal. Das ist ein bisschen zu spät jetzt, ne? Da nochmal rüber gehen und gucken, aber lass nochmal eben kurz schauen, was wir hier uns alles zu Gemüte geführt haben. Ich glaube, das war schon ziemlich vollständig. Na, wir hätten hier natürlich noch irgendwie raufklettern können. Das geht wahrscheinlich auch. I don't know. So. Okay, let's go. Wir haben die Drohne übrigens irgendwie gepanzert. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wo bist du? Da hat so ein komisches Panzerding vorne dran. Mal gucken. Ah, er kommt, okay. Oh, nice. Oh, ich hasse das. Okay. Ging mit den Cursor-Tasten, ne? Kriegt man denn doch wohl nicht auf, ne? Oh, noch so ein Vieh. Keine Hoffnung. So, wo sind wir denn hier? Sieht nicht so aus, als wollten wir weiter, ne? Oder? Geht das hier rauf? Nee. Ja, komm, gehen wir mal zurück. Okay, haben die mich schön verarscht. Danke dafür. Okay. Auf jeden Fall, jedenfalls ging es ja da hinten noch runter. Er stürzt ein! Halt, chill mal. Meinst du, du schaffst es hier runter? Klar, aber vorher gehe ich da hinten runter. So, da ist die Lüge, ja. Gut zu
zu wissen, da kommen wir wahrscheinlich gleich hin, oder? Darüber? Nö. Scheinbar nicht. Da geht's irgendwie rauf, okay. Ach, den hatten wir von dir gesehen, okay. Nein, ich hasse diese Typen. Okay, da können wir rüber. Da müssen wir rüber. Lass uns hier kurz raus. Nice, danke dafür. Okay, da kann man noch runter. Ist auch spannend. Hier kann man raufklettern. Digi, wo sind wir hier? Okay. Nicht so nett. Ah ja. Ne, erst die Typen wegknattern, oder? Ach, shit. Das ist ein Schlüssel. Damit schalten wir das Sicherheitssystem aus. Die Bolzen. So, wir haben auf jeden Fall da hinten natürlich das Lager, aber das hier ist natürlich auch. Wir haben da hinten das Seil. Mal gucken. Nicht hinsetzen. Oh Mann, das ist wirklich nicht gut gemacht, ne? Egal.
Jetzt respawnen die Dudes wieder, oder? Ist das so? Einen? Mhm. Jetzt hängen die wieder rum, Mist. Wir müssen das Ventil öffnen, damit Wasser fließt. Kommt man so nicht durch, ne? Kann man hier irgendwo Zwischenstopp machen? Ne. Nach unten? Okay, dich jetzt nicht weit. Ah, oder? Nein. Da drüben irgendwo, okay. Überhaupt nicht geschnallt. Ah, okay. Das Teil, okay. Stehen. Also alle auf einmal kriegen nicht hin, also das wird nichts. Okay, kriegt man doch alle auf einmal hin. Na gut. Ätzend. Okay, lass uns mal aufmachen hier oder anmachen. Einmal gegen kloppen. Nice. Mist. Noch nicht genug Wasser. Warte. Tauche mal und öffne ein anderes Ventil. Tauche mal heißt hier runterspringen oder was?
Hm, hab ich was verpasst? Kann man da noch tiefer rein? Fischi. Ah, das ist der Schlüssel. Mehr Wasser. Das sollte reichen. Wenn du zum Anfang zurückkehrst, kommst du raus. Ob man hier irgendetwas jetzt kriegt, wenn man, naja, wenn mehr Wasser drin ist, sozusagen. Rechts ist der Ausgang. Gleich geschafft. Endlich sind wir draußen. Siehst du den Krater dort drüben? Das ist das Gebiet des Alpha Nativas. Warum ist hier eine Abwurfkapsel? Sie liegt schon seit einiger Zeit hier. Dadurch ist dieser Krater einst entstanden. Warte, die ist vom 5. Landetrupp. Okay, wir sind ja vom 7. Sehen wir uns das genauer an. Okay. Das aus, die Gegner für so Schaden verringert sich um 10%. Das ist schon fett, ne? Angriffskraft erhöht um 27%. So, jetzt war doch aber irgendwie Upgrade der Drohne oder irgendwie so ein Modul gedönst. Das ist dann hier, oder was? Warte mal. Ausrüstung. Nee.
Modifikation. Tempobeschleunigung. Wow. Natürlich auch fett, ne? Wir lassen es erstmal so, würde ich sagen. Da hinten so schön rot geleuchtet. Was ist das? Nur eine Lampe. Jawohl. Mal sehen, was wir hier haben. Moment. Es bollert irgendwie, oder? Ich höre da etwas. Ja, das haben wir wohl alle. Über dir! Gisser. War auch ein bisschen hässlich, ne? Puh. Beeindruckend. Ich glaub das nicht. Das ist der Alpha Nativa. Du kannst das an seinem Kern erkennen. Ein Alpha-Kern. Wenn sie nur... Eve. Es gibt etwas, das du wissen musst. Die Wahrheit ist... Hallo? Hier drin! Okay. Kann mich irgendjemand retten? Seit 17.000 Jahren? Hör ich da einen Menschen? In der Kapsel! Wenn das jemand hört, bitte hilf mir! Ah! Was zum... Eine Überlebende vom Landetrupp? Hast du etwa das Notsignal gesendet? Ja. Ja, das war ich.
Du bist doch Mitglied des 7. Landetrupps, richtig? Ja. Und du? Ach ja, wenn ich mich kurz vorstellen darf? Ich bin Mitglied des 5. Landetrupps, eine Ingenieurin. Lily Artemis die Zweite. Lily Aber Artemis. Nennt mich einfach Lily. Also beginnen wir nochmal von vorn. Du willst mir sagen, dass du fast 2 Jahre in diesem Versteck auf einen Landetrupp gewartet hast? Und dann kamen wir. Ja, euch habe ich mein Leben zu verdanken. Ich habe eine Ewigkeit auf einen Landetrupp gewartet. Es war wirklich einsam hier. Man kann von Glück sprechen, dass wir dich dort überhaupt gefunden haben. Eve, du bist doch Teil der Streitkräfte, nicht wahr? Ja. Ich könnte deine neue Ingenieurin sein. Aber dazu bräuchte ich zuerst das passende Werkzeug. Passendes Werkzeug? Also, ich wollte vorhin schon etwas erwähnen. Was denn? Wie sag ich's? Es gibt eine Stadt, in der andere Überlebende, also außer mir, leben. Was? Wirklich? Sie heißt Zion, der Menschheit letzte Zuflucht. Dort könnte es Menschen geben, die uns helfen können. Ich habe dort auch einen Unterschlupf voller nützlicher Werkzeuge. Was stehen wir da noch so blöd rum, Leute? Aber vorher will ich euch um etwas bitten. Zurzeit hält Zion unter der Leitung von Orkel stand, unser spiritueller Anführer. Es ist kompliziert. Eve, ich weiß, dass der Verlust deiner Kameraden deinen Auftrag nicht gerade leichter macht. Aber bitte, hilf mir, Zion zu retten. Wenn du das tust, verspreche ich dir, dass Orkel und ich alles tun werden, um dir zu helfen. Wir müssen unsere Kräfte vereinen und einander helfen, wie wir es schon getan haben. Was denkst du? Okay. Ja, nur durch Teamwork war es mir möglich, den Alpha-Kern zu bekommen. Vielleicht kommen wir in der Stadt an noch mehr Informationen heran, Eve. Was denkst du? Ja, es gibt wohl keinen Grund dazu, Nein zu sagen. Aber trotzdem, ich möchte das erst entscheiden, nachdem ich mehr über diese Person erfahren habe, diesen Orkel. Darin sehe ich kein Problem. Okay, also für mich geht das klar. Alles klar, dann ist die Sache wohl beschlossen. Also gut, auf geht's nach Zion. Ja! Euch an. Sie ist riesig. Es ist seltsam, eine Stadt an so einem Ort zu sehen. Hier haben mal mehr als 100.000 Menschen gelebt. Offensichtlich heute weniger. Das dort unten ist mein Unterschlupf. Das Hilfstriebwerk schwächelt ein wenig, könnte gleich holprig werden. Gut festhalten. Ganze Stadt unter dem Ödland. Echt cool. Das ist der Wahnsinn. Drugs. Alles cool. Lass mal hingehen. Auch in den dunkelsten Zeiten ist Verlass auf den menschlichen Überlebensinstinkt. Also, wo geht's hin? Brauchst du nie eine Pause? Typisch Eve.
Kaching. Orke ist im Audienzzimmer. Mir nach. Ja. Wir bleiben erstmal hier, machen mal Datenbank-Upgrade. Lea, Lilly, alles klar. So, und wir machen mal ein Päuschen. Und gucken mal, was beim nächsten Mal startklar ist. Okay, also bis dann. Ciao.